Der Südender Hartmann Omnibusgesellschaft. Müssen noch die BVG Stigger entfernen. Genau, von dem lieben Bass Berlin Bass Group, von dem lieben Herrn Berlin Bass Group. Weg mit den Corona-Schildern. Dann wähle ich mal den guten Fahrplan aus. N58. Das ist er. Wenn alles gut läuft, machen wir auch noch eine Rücktour. Tja, jetzt ist die Frage, wie schildere ich das M? 0, 5, 8, 3, 5. So. Ich kann's mir eventuell, weiß ich nicht, nee, ich will nichts befürworten. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also im Kopf hatte ich die Verlängerung schon mal. Ob ich es mache, weiß ich nicht. Zwischendurch noch was essen? Check. So. Wir fahren jetzt nach Blankenburg und dann zurück. Als krönenden Abschluss für Hartmann. Nice ass. Dankeschön. Ja, weil die Gier zu groß. Aha. Aha.
Filter die AI, welche AI? Das fährt jetzt nichts. Ich vergesse immer wieder, warum ich es hasse, die Zeit vorzustellen, weil immer die AI das geht. Schneller. Oh, das ist falsch. Es ist wieder Zeit, Leute, für ASMR. Darf natürlich nicht immer in meinem Stream fehlen. Halt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas hört. Ma. Kann auch gerne schmatzen für euch. So, fahr mal los, weil wir werden eh noch die Hälfte der Zeit an der Ampel stehen. Was für dazu? Wo kommt ihr denn her? Ja, moin. Die Uhrzeit gönnt die sich. Ach doch, der 150er fährt ja noch. Das habe ich ja ganz vergessen. Hier, wo geht's immer? Aber ich glaube, das ist der letzte. Der fährt jetzt zum Bahn, also der endet jetzt und fährt zurück. Oder fährt jetzt dann in die Betriebsfahrt? Die Gangsterin, was war denn das? Irgendwie? Oh, okay. So, nehmen wir doch das. Kann auch nicht sein. Hat das eigentlich gesperrt für die Straße? Habe ich schon gesagt, wir stehen die Hälfte der Zeit an der Ampel. Was ich nicht verstehe, die haben Ampelobjekt, Ampelspline, und reagieren einfach nicht darauf. Also vorne an S-Bahnhof hat es ja geklappt, aber irgendwie hier nicht. Ich weiß es nicht. Ich will weiter. Obwohl, wir liegen ja noch gut in der Zeit. Die nächste Ampel wird kritisch. Ich muss die Ampelphasen hier dringend anpassen. Dass, wenn die eine grün wird, ich eine Grünwelle habe.
ein Scooter? Ein Fahrrad? Nö. Ich hab schlechte Augen. Guten Tag. Hinter mir war ein Scooter. War nicht neben mir. Blinken! Kauf den Blinker! Ja, hier ist das recht dunkel, die Kreuzung. Weil jetzt hier keine Lampe ist. Muss um diese Uhrzeit arbeiten, da ist nichts gut. Mein Unternehmen ist weg. Oh mein Gott, jetzt sind wir zu spät. Nee, die ist von mir jetzt, wo ich gerade die Kreuzung umbaue. Und dass er peu à peu ist, weil ich nur peu à peu Bilder habe. Wo ich das nicht alles auf einmal machen will, weil das zu viel ist. Es ruckelt immer, wenn man einfahren will. Ganz mies. Aber irgendwie funktioniert. Ah, okay, ich weiß, woran es liegt. Irgendwie so halt, ne? Normalerweise geht der Abbiegeassistent. To speak.
es lädt. Nachts irgendwie noch schlimmer als tagsüber. Schön die Zeit abwarten. Ich weiß ganz genau warum. Also Trick 17. Auch in eurer Version, die ihr jetzt habt. In der Regel ist es nämlich die Kachel da vorne vorgeladen. Sollte die Ampel auch grün werden. Jetzt fehlt die nächste Karre. Habe ich zu kurz gewartet? Nee, perfekt. Genau. Trick 17. Einfach ein bisschen warten. Ein paar Sekunden. Dann erwischt man die grüne Ampel. Ja, schade, schade. Ich muss die normalen Lampen ein bisschen heller machen, das ist mir zu dunkel. Straße 74. Nur schade, dass es mal während der Fahrt auf keine Fahrrad- oder Scooterfahrer trifft. Die sind nur am Anfang der und am Ende der Strecke zum Spawn. In der Mitte spawnen sie nämlich irgendwie nicht. Hartmann ist das Busunternehmen, was heute seine Zusammenarbeit zu BVG verloren hat. Die haben die Ausschreibung nicht bekommen. Das heißt, die fahren nicht mehr. Alt Caro. Liebe Fahrgäste, Subunternehmen Sicherheit, wie BVB sich während der Fahrt festzuhalten und Taxi. Um 7:55 fährt der allerletzte Bus von denen auf den Hof und dann war es das. 30 Jahre Geschichte. Und nur weil die Ausschreibung nicht bekommen haben. Straße 42. Die 30 gelten jetzt nicht. Nur zur Schulzeit. Zur Schulzeit. Kann ich mehr reden.
nervt mich, warum geht da mein... Warum geht das Ding nicht? Oder war das beim 18er, wo es nicht geht? Beim 19er geht's aber. Nee, die werden dann von dem BVG übernommen oder an anderen Subunternehmen, die die Ausschreibung gewonnen haben. Also DB Regio Ost oder wie heißt Nordost. Dann noch so ein anderes, was Ulm. BVB. Wer noch alles gewonnen hat. Beutener Straße. Straße 45. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Genau, die Straße ist auch zu breit. Ist eigentlich viel schmaler. Zeit. Werden denn beim Update mitgeliefert, wenn es ein Update gibt. Ich garantiere nicht das Update. Aber wenn, beim nächsten Update. Ich habe ja die Updates aktuell eingestellt. Weil ich niemanden habe, für die Ansagen zu sprechen. Treseburger Straße. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. So, da haben wir jetzt wieder. Immer zum Anfang und zum Ende der Map. Obwohl die nicht inmitten der Map spawnen, also mitten auf der Strecke. Wenn die Karte zum Beispiel nachlädt, neu lädt. Was denn, in welche Map spawnen? Hier auch Korrektur vorgenommen. Nein! Na schade.
ist los? Ich bin ewig nicht mehr eine Nacht gefahren. Kick, was machst du in dieser Zeit? Daraus nicht jetzt so schön durchfahren können. Okay, noch eine Rücktour oder reicht das dann? Wir haben jetzt 2 Uhr. Ah, ich glaube, bist nur noch du, wa? Weil dann könnte ich es wirklich ausmachen. Letzte Ansage fehlt wie immer, wo sie vorne ist. Das ist es nicht. Hier sind die Straßen schmaler. Schon pünktlich. Alt-Blankenburg. Achtung, verkürzte Linienführung. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Ach, das schildert da gar nicht, wa? Dann das. So, noch ein schönes Foto machen zum Abschluss. Mir fehlt noch Gras für die Seiten. So, genau. Geht's nämlich hier rum. So, genau bis hier, also bis Fafner Straße ist die Straße gebaut, aber keine Umgebung. Ja, hier ist auch nicht wirklich weiter gebaut in die Richtung. Und hier auch nur bis S-Bahnhof Blankenburg. Ne? Ja, das war's. That it's. Okay, da würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend.